Herzlich willkommen am Niederrhein. Ich freue mich, euch hier begrüßen zu dürfen. Zunächst einmal heute Nachmittag zur Feierstunde. Die ist etwas ominös zustande gekommen. Ich habe zuerst immer gesagt, wir machen gar nichts. Und irgendwie ist dann hintenrum noch gebohrt und gemacht worden. Und jetzt sehe ich das erste Mal das Programm. Also ich habe das, was jetzt hier gleich vorgetragen wird, nicht zu verantworten. Die Lieder wusste ich allerdings, aber ich wusste weder, wer die Referenten sind. Ich weiß auch nicht, was sie sagen. Ich bin sehr gespannt. Und ich weiß auch nicht, was in den Videos zu sehen ist. Aber ich denke, das wird alles gut gelingen. Ein kurzes Gebet und dann geht's los. Als ich mit Apostel Heuer das Wettrennen über diesen Parcours machte. Das war eine Wettbewerbssituation. Am Anfang dachte ich, ich komme gut weg. Ich kam auch wirklich gut weg. Ja? Musste ich aufholen, oder was? Das tue ich ja gar nicht gerne. Ich habe danach links geguckt zum Bezirksapostel. Naja, und der natürlich hat auch Gas gegeben. Ja, ja. Ach, ich kriege da noch unten drunter und der ist schon an der Kletterwand. Ach, und da haben wir beide uns abgebrochen. Dramatisch. Ich war fast parallel, aber es war unglaublich an dieser glitschigen Wand mit diesen kleinen Befestigungen. Ich kam da absolut nicht hoch. Ich habe dann geguckt und er hatte aber auch Riesenprobleme. Ich weiß nur, dass wir irgendwann an fast gleicher Position waren oder ähnlich und Apostel Heuer mir am Ende unter den Hintern, unter dem Popogriff um mich über die Barriere zu hieven. So ungefähr ist das gewesen. Da dachte ich, einer von uns muss darüber. Und hab ihm so wirklich hochgeholfen und siehe da, er hat es geschafft. Hat Spaß gemacht. Das war so symbolisch für unsere Zusammenarbeit. Ich habe ihm sehr, sehr gerne geholfen. Ich habe ihm sehr, sehr gerne zugearbeitet. Und das spiegelte sich dann in dieser plötzlich entstandenen Situation für mich wieder. Und auch wenn wir mal eine Panne hatten, oder das ist ja auch schon mal passiert, dann ist er der Erste, der aus dem Auto aussteigt. Und dann will er sofort die Situation kontrollieren. Geh mal, was ist mit dem Reifen los? Dann geht er sofort dran. Geschätzt haben wir noch 110 Kilometer und wir haben eine Panne. Der Motor ist einfach ausgegangen und haben festgestellt, dass die Dieselpumpe normalerweise da oben fixiert sein muss. Und das war sie nicht. Und durch diese Schräglage ist der Schlauch gebrochen. Also sehr praktisch, ne? Und unkompliziert und immer hilfsbereit. Jetzt haben wir Gott sei Dank in der Nähe einen Monteur gefunden, der uns einen Schlauch besorgt. So, die Reparatur ist beendet. Der Motor läuft wieder. Das ist in Guinea-Bissau. Wir sind dann in diesen größeren Einbaum eingestiegen. Und sind dann irgendwann von dem Fluss in so einen Nebenarm gefahren. Die Bäume wurden immer dichter. Ja, es gab da so kleine Alligatoren, aber gut. Anderthalb Stunden werden wir brauchen, dann steht der nächste Gottesdienst. Aber da waren einige Kameraden bei, unter anderem auch der Bezirksapostelhelfer Miselo, die konnten nicht schwimmen. Für die war das schon ein bisschen anstrengend. denn so modern war das Boot nicht. Aber auch da habe ich gedacht, meine Güte,
Das Ding schippert hier schon, weiß ich nicht, wie viel zig Jahre über den Fluss, das wird uns dann auch noch wieder ans Ufer bringen. War spannend, mitunter auch ein bisschen aufregend, aber ich habe nie das Gefühl gehabt bei all den Reisen, dass ich mal wirklich richtig in Gefahr war. Ja klar, Phantasialand. Phantasialand 2022. Wir haben uns den 1. April ausgesucht und hofften auf Frühling. Und was hat stattgefunden in der Nacht vorher? Eis und Schnee. Aber wir haben uns die Stimmung nicht rauben lassen. Dicke Jacke an, Mütze auf, Handschuhe an. Und wir hatten richtig Spaß. Und jetzt zur Achterbahn. Bis später. Da ist er. Nur ein bisschen Magengrummeln. Ich bin schon mal hier gewesen und bin mit dem Teil gefahren. War schon echt spannend. War schon echt spannend. Ich weiß nicht, das kann ja wahrscheinlich rausgeschnitten werden. Ich musste habe eine Probefahrt gemacht und terminlich ging das nur, indem ich das an einem Mittwochnachmittag vor einem Gottesdienst in Euskirchen machen konnte. Und mir war noch kodderig, als ich an den Altar gelaufen bin. Von daher, also macht Spaß, aber man steigt nicht so aus, wie man eingestiegen ist. Man merkt schon, dass man ein paar Runden gedreht hat. Magenkribbeln, man hat das Gefühl, obwohl man den Bügel um sich hat, dass man doch irgendwie rausfliegt in der Kurve. Also für heute reicht es erstmal. Mal gucken, ob ich nochmal hingehe. Hat aber Spaß gemacht. Dass ich Haltekräfte in der Kirche gefunden habe und geblieben bin und mich im Glauben stabilisiert habe, hat wesentlich damit zu tun, dass da, wo ich war, es immer Menschen gab, die sich meiner als Jugendliche angenommen haben. Ich bin viel unterwegs gewesen in jungen Jahren und da waren immer Geschwister, die haben mich nicht einfach kommen und gehen lassen, die haben mich angesprochen, die haben mir geholfen. Und das sind letztlich die Punkte, geliebtes Evangelium, die Jugend auch zukünftig noch braucht und die Identität zur Kirche schafft. Auf Wiedersehen mit dir! Lieber Rainer, liebe Heike, lieber Stammapostel, ihr Lieben alle, vor einiger Zeit bin ich von eurem Bezirksapostelhelfer angesprochen worden, ob ich denn eine launige Laudatio halten könnte. Dann setzte der Gedankensturm ein bei solch einer Ausgangslage und musste die natürlich auch jetzt mal ordnen. Was kann man sagen, was kann man hier preisgeben, was letztlich ja auch dich so ein bisschen begleitet hat, uns auch alle. Und dann bin ich zu ein paar Punkten gekommen, die man doch ganz gut hier in diesem Kreis sagen kann. Wir haben ja über Jahre hinweg zusammengearbeitet, das in der BAVE war, in der Koordinationsgruppe, in der KAG, und dann lernt man sich natürlich kennen. Ich werde aber nie vergessen, wie Rainer Storck 2012 als Bezirksapostelhelfer in unseren Kreis trat. Er hat eine Kurzvorstellung von sich abgegeben, die mir so noch in Erinnerung ist und die ich auch nie vergessen werde. Du sagtest, ihr Lieben, mein Name ist Rainer Storck. Ich bin seit 31 Jahren verheiratet. Wir haben 3 Kinder und ich habe einen Sohn aus einer Beziehung vor der Ehe. Da habe ich gedacht, irgendwie ist der dir gleich sympathisch. Dass so deine Art ist, gleich rauszuhauen und natürlich uns alle in Kenntnis zu setzen. Das war so deine Art, das war so typisch für dich und so haben wir letztlich auch zusammenarbeiten können. Wir haben viele Sitzungen miteinander erlebt. Wir haben sicherlich auch konträre Auffassungen gehabt. Und dann ging es abends immer noch mal, wie wir das so genannt haben, zu einer heißen Milch mit Honig an die Bar. Und dann ging die Diskussion natürlich weiter. Und ich habe mir gedacht, ich bringe dir sowas mal mit. Eine Schleswig-Holsteiner Landmilch. Ein Gruß aus Schleswig-Holstein.
Und dann ein Glas Honig aus Niedersachsen, Goldbiene. Ich werde auch nicht vergessen, wie wir mal einen Erste-Hilfe-Einsatz hatten in der U-Bahn in Washington. Es sackte ein Mann, der noch gar nicht so alt war, plötzlich zusammen, verlor das Bewusstsein. Und wir haben dann Erste Hilfe geleistet, ihn auch rausgetragen. Und und dann haben wir versucht, ihn am Leben zu halten. Ob uns das gelungen ist, ich weiß es nicht. Also dieses Anpacken und dieses Tätigsein, sofort auf die Situation zugehen, das hat dich sehr geprägt. Was mich allerdings, da musste ich lange drüber nachdenken, was mich so ein bisschen erschüttert hat, das war ja die Tatsache, dass du so Gruppen wie Pink Floyd kanntest. Du kanntest ja nicht nur die Melodie, du konntest auch noch mitsingen. Und ich als treuer, neuapostolischer, nordostdeutscher Mappensänger habe immer gedacht, das kann doch nicht angehen. Bis dahin dachte ich ja, Pink Floyd ist eine Apfelsorte. Oder ist das ein Joghurt oder sowas? Nein, Weltmusik. Und die konntest du dann sogar auch auswendig vortragen. Ich habe mir Gedanken gemacht. Und weißt du, auf dem letzten Meter will ich noch mal versuchen, dich noch mal ein bisschen zurechtzubringen. Und ich habe dir was mitgebracht. Bekannte Lieder, wie sie entstanden. Ja? Geistliche Musik, mein Lieber. Du hast ja jetzt viel Zeit im Ruhestand da drin zu lesen. Und wir verbinden uns dann auch ganz besonders. Bei Milch und Honig. Heißer Milch mit Honig. So. Des Weiteren, ich war vor kurzem in einem Teeladen in Hamburg. Hamburg ist ja die Teehauptstadt Deutschlands. Und dann fiel ich dort über einen Tee. Männertee heißt der. Und da steht drauf, nichts für Halbstorke, also Halbstarke steht da. Ein Männertee. Die Wirkung ist völlig unbekannt. Ich möchte dich nur bitten, mich einzuladen. Ich habe hier noch zwei Doppelsechser, die packe ich jetzt hier lieber nicht aus. Das, auch ein Gruß aus Schleswig-Holstein, da ganz oben, aus Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Und dann muss ich dir sagen, brechen jetzt ganz harte Zeiten an. Ruhestand. Die Karawane zieht weiter. Du schaust hinterher, winkst vielleicht noch mal und sagst dir, das war's. Dann musst du deine Freizeit ordnen. Vielleicht bleibt neben den Enkelkindern und alles, was ihr euch so vorgenommen habt, auch mal Zeit, ein Fußballspiel zu besuchen. Und da fängt das Problem an. Schalke 04. Rainer, du kannst immer nach Nordostdeutschland kommen. Ich halte dir einen Trostgottesdienst. Wenn du mal guten Fußball sehen möchtest, wir fahren zu Holstein Kiel oder St. Pauli, das hebt die Stimmung. Und insofern liegt auch eine schöne Zeit vor euch. Das wünschen wir euch von ganzem, ganzem Herzen. Ich habe dich jetzt mal Spaß beiseite immer als einen, ja, darf ich das mal sagen, Kumpel kennengelernt. Ein Typen, der sehr geradeaus ist, mit dem man sich herrlich streiten konnte, aber immer auf einer wirklich brüderlichen Ebene. Das fand ich immer sehr gut. Du hattest auch Nehmerqualitäten, gar keine Frage. Und was ich so finde, du warst niemals verbohrt. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, finde ich. Du warst eben auch
bereit, trotz deiner großen Verantwortung, deines großen Bezirks, auch Argumente von so einem kleinen Bruder mal einzunehmen. Und es war immer sehr leicht, es war immer sehr schön, es war immer sehr fruchtbar, mit dir zusammen zu sein. Ich habe mich auf jede Begegnung mit dir gefreut. Und du wirst mir fehlen. Und da bin ich sicherlich nicht der Einzige. Ich wünsche dir alles, alles Gute, einen gesegneten Ruhestand. Und ich hoffe, dass wir uns oft über den Weg laufen. Alles Gute. Zwei bis drei der größten Herausforderungen, die wir zu meistern hatten. Das erfordert manchmal eben auch sehr viel Brüderlichkeit, sehr viel Nähe aufeinander zugehen. Und das hat er mit Sicherheit gut geschafft, denn die Atmosphäre, wenn ich in diesen Kreis trete, ab und zu mal, ist also sehr harmonisch, sehr, sehr gut. Und das ist auch sein Verdienst. Wenn ich so an unsere letzten Landesversammlungen, Bezirksämterversammlungen denke, wir sind zusammengewachsen und sind jetzt ein guter gemeinsamer Laden. Liebe Stammapostel, lieber Apostel, Bezirksapostel, Helfer, Aktive und im Ruhestand, ihr Lieben, alle liebe Schwestern, liebe Brüder. Lieber Bezirksapostel Rainer, warum ich hier stehe, weiß ich nicht. Möglicherweise, weil ich eines dir voraus habe, ich bin schon ein paar Monate im Ruhestand, könnte also schon aus Erfahrung sprechen. Aber auf der einen Seite bin ich auch dankbar, dass ich die Gelegenheit habe, trotz des hier dort sehr großen Kreises, auch ein bisschen persönlich zu werden. Die kleinen Dinge haben oft das große Bild ausgemacht. Seit 15 Jahren kennen wir uns als Apostel und haben einander begleitet. 10 Jahre bist du mein Bezirksapostel. Ich brauche dazu nicht viel zu sagen, aber ein paar Dinge sind mir doch wichtig. Ich beschränke mich einfach mal auf meine ganz persönlichen Empfindungen und Erlebnissen und Erfahrungen und hoffe, dass ihr alle das so auf eure Weise teilen könnt. Wie habe ich dich kennengelernt? Wie habe ich dich erlebt? Neben den großen Herausforderungen ist eine dabei, die uns alle gefordert hat, das war Corona. Und ich habe in der Taskforce arbeitend manches Mal mitbekommen und manche Mail gelesen, die man öffentlich nicht zitieren kann. Du bist ganz persönlich angegriffen worden. Und ich habe erlebt, wie du damit umgegangen bist. Dir wäre nie im Traum eingefallen, solche Geschwister zu verurteilen. Du hast umso mehr daran gearbeitet, ihnen in irgendeiner Weise eine Lösung zu bieten. Das war mächtig aufwendig, aber das nur mal als Beispiel. Ich habe dich als unbeschreiblich fleißig erlebt. Man kann ja die Tage und Stunden überhaupt gar nicht addieren und zusammenzählen, wo du im Flugzeug oder im Auto gesessen hast. Das ist einfach nicht vorstellbar, welche Strecken während dieser Zeit als Bezirksapostel zurückgelegt wurden. Und ich kann ja von meinem Arbeitsbereich sagen, der ausgerechnet entgegengesetzt deinem Wohnort lag, du warst oft zwischen 200 und 350 Kilometer unterwegs, bis du endlich mal am Kirchenparkplatz angekommen bist und bist ausgestiegen, hast gestrahlt. Und alle, die mit eingeladen waren, wussten,
wie der Verkehr gerade am Wochentagnachmittag war. Es war nervig anzukommen. Du hast dir das nie anmerken lassen. Ich habe von dir niemals ein Stöhnen gehört. Dieser Zusammenhalt, wie wir ihn hier im Bild sehen, das war 2010 in Südafrika, hat diesen Kreis geprägt. Es ist dein Verdienst, dass man mit dir gerne zusammengearbeitet hat. Das war in einer Zeit notwendig, und das sehen wir allgemein in der christlichen Kirche, wo man sich sehr schnell abwendet, Vertrauen verliert zur Kirche. Du hast es hergestellt, nach innen und nach außen, und das war dringend notwendig in dieser Zeit. Du hast es geschafft. Und das hat auch den Apostelkreis geprägt. Das Bild steht nur symbolisch dafür. Du hast auch die kleinsten Gemeinden besucht, das habe ich immer bewundert. Hier ist, glaube ich, Poti gezeigt in Georgien. Da gibt es kein Ämterzimmer, da muss man die Krawatte auch mal eben noch vor den Geschwistern richten, die immer bei dir so ein bisschen Probleme machte. Du hast ja auch einen großen Hals, ne? Nein, aber du hast es immer geschafft, das einfach praktisch zu lösen. Ich habe dich nie als Chef erlebt. Es war immer Bruder unter Brüdern. Und das hat unglaublich gut getan. Du warst fürsorglich, auch wenn du zugehört hast. Wenn du mich gefragt hast, wie geht es dir, dann warst du da. Ich habe gespürt, dass sich das wirklich interessiert hat. Das hat wirklich gut getan. Ich habe dich erlebt als ehrlich bis auf die Knochen. Du hast nie ein Problem gehabt, irgendwie mal Entschuldigung zu sagen und zu sagen, nee, war nix, müssen wir besser machen, geht so nicht. Dann hast du dich entschuldigt und hast einfach weitergemacht. Das fand ich eine unglaubliche Größe. Das habe ich immer sehr bewundert. Theorie hat dir nie gereicht. Du warst ein Praktiker. Dein Beruf hat dir natürlich geholfen, klar, Wort und Handschlag gelten noch beim Tiefbauingenieur oder beim Bauingenieur. Ingenieure machen ja die Theorie sowieso immer nur erst hinterher, um zu beschreiben, warum die Praxis so gut läuft. Die brauchen die Theorie nicht so sehr. Du hast praktisch angepackt, hast nach Lösungen gesucht, du hast sie gefunden. Du hast aus allen Situationen auch das Beste gemacht. Jeder hat eine zweite Chance verdient. Das hast du oft gesagt, auch im Kreis der Apostel. Also Heike, du, wenn er jetzt da die Wäsche falsch sortiert, gib ihm eine zweite Chance. Ne? Oder wenn er in der Küche nicht ganz so klappt. Also er hat die zweite Chance verdient, er hat sie gepredigt, er hat sie auch gelebt. Also, was wünschen wir dir gemeinsam zum Ruhestand? Ja, dass du die Arbeit im Werk Gottes nicht vermisst. Ein großer Anspruch nach dem, was du geleistet hast. Ich bin aber sicher, dass dir das gelingt. Aus einem ganz einfachen Grund. Die ganze Strapaze, das hast du nicht für dich gemacht, sondern für den Herrn. Deshalb wird es dir auch nicht fehlen. Es war alles nur, weil ein Auftrag da war, von Gott gegeben. Deshalb hast du es gemacht. Du hast dafür's Ego nie gebraucht. Deshalb wird es dir leicht fallen. Da bin ich guter Zuversicht. Runterfahren, so von 240, weil der Audi schafft auch noch mehr, auf null. Wunder dich nicht, ich habe es hinter mir. Montag, Dienstag wirst du in den Junk-Mails nachgucken, ob da noch was gelandet ist. Da kommt nichts mehr. Das wird immer so scherzhaft gesagt, es ist tatsächlich so. Wunder dich nicht, das ist also eigentlich ein Reichtum, weil nämlich alles wie am Schnürchen bestens weiterläuft, weil der liebe Gott den Weg geebnet hat. Und das erleben wir morgen, wir sind dafür sehr dankbar. Ihr könnt die neue Zweisamkeit genießen, das wünschen wir euch von Herzen, dass die Zeit, die man hat, wirklich als Luxus erlebt wird. Wir wünschen euch, dass ihr wirklich gesund bleibt, dass ihr das unglaublich genießen könnt. Du wirst der Gebietskirche fehlen. Das ist der Wehmutstropfen bei der ganzen Sache. Aber wir machen nicht viel Worte. Lass mich ein Wort noch zum Schluss sagen. Lieber Bezirksapostel Rainer, Dankeschön.
ihn zu beschreiben, ist also schon was Besonderes. Man könnte sagen, es ist ein cooler Typ. Ja, würde für mich passen. Er ist auch den Freuden des Lebens zugewandt. Mit ihm kann man Pferde stehlen. Genieß die Zeit und geh mit uns Aktiven gnädig um. Mach's gut. Rainer, bleib gesund, bleib zufrieden und freudig des Lebens. Es war toll mit dir zusammen. Mach's gut. Tschüss. Will man 40 Jahre Amtstätigkeit, 15 Jahre im Apostolat oder 10 Jahre als Bezirksapostel in der Beauftragung würdigen? Gute Predigtbeiträge dauern auch 3 Minuten. Du hast dich in die Stimmung der Gemeinde eingefühlt und das war für alle, die Gottesdienste erlebt haben mit unserem Bezirksapostel, etwas Besonderes und Einzigartiges. Du hast, das hat dir die Natur mitgegeben, eine charismatische Art zu sprechen und zu dienen und du hast alle Altersgruppen erreicht, das war das Tolle. Die Senioren hingen an deinen Lippen genauso wie in den Familiengottesdiensten oder wie wir es am vergangenen Sonntag erlebt haben während des Jugendtages. Die, die nicht da waren, ich will das nochmal nachstellen, es waren am Ende für unseren Bezirksapostel Standing Ovations. Und das war ganz einfach, die Jugend hast du begeistert. Und warum? Weil du auch mutige Entscheidungen für die Jugend getroffen hast. Wir haben es gerade gesehen. Es ist ja EOT und IOT noch nicht genannt worden, wo du dich sehr ins Zeug gelegt hast für die Interessen der Jugend. Und es war auch eine mutige Entscheidung, ins Phantasialand zu gehen. Es gab nicht ganz so viele, die dafür waren, aber eine Gruppe war dafür. Und die dankt es dir noch heute, und das war die Jugend. Und ja, du warst nicht nur mutig, du warst auch Mutmacher. Wir haben das gesehen in der Covid-Zeit. Du hast die Videogottesdienste oder YouTube-Gottesdienste eingeführt und ja, das hat, ich glaube auch, und es kam ja auch zum Ausdruck, es hat viele mit diesem niederschwelligen Angebot, es gab ja auch viel für und wider, aber es gab durch dieses niederschwellige Angebot viele auch, die es genutzt haben und viele, die wir auch anschließend wieder begrüßt haben in den Gemeinden nach vielen, vielen Jahren. Du bist für mich ein großes Vorbild, denn du hast die Regeln, die du in der Kirchenleitung und in der Apostelversammlung aufgestellt hast, hast du immer vortrefflich eingehalten. Ich erinnere nur daran, an alle uns Sünder, wenn es darum ging, Predigtzeit und Gottesdienstzeiten einzuhalten. Unser Bezirksapostel war und ist immer ein Vorbild, dass das geht. Mit Handlungen, mit allem, was dazugehört. Und man guckt auf die Uhr und sagt, Donnerwetter, es geht. Ja, du hast durch deine Art, durch deine Kommunikation, das ist mir so aufgefallen in der ganzen Zeit, durch deine Gottesdienste, den Weg in die Herzen der Gemeinden, der Geschwister, aller Versammelten gefunden. Und ich darf das auch mal sagen, auch über die Grenzen Westdeutschlands hinaus. Es waren viele, ich sage das hier im kleinen Kreis, kann man das sagen, wir haben viele gehabt, die auch von außerhalb, wenn sie wussten, du hältst einen Gottesdienst, sich eingeschaltet haben. Natürlich haben sie dann anschließend noch aus der Retorte den eigenen Gottesdienst geguckt. Ja, ich habe dich besonders kennengelernt in den letzten Monaten in einer besonders intensiven Art. Herzlichen Dank für die, naja, nicht nur Kameradschaft, sondern Freundschaft, die sich entwickelt hat. Am Ende, ja, was wünschen wir euch, ihr Lieben? Wir wünschen euch all das, was schon gesagt wurde, insbesondere Gottes Schutz, Gottes Segen. Ich will einen besonderen Dank an eure Familie, an eure Kinder und Enkelkinder aussprechen. Danke, dass ihr euren Papa und Großvater mit der Kirche geteilt habt. Das tat uns allen gut. Gott segne euch, Gott schütze euch. Und wie man es hier sagt, wir sind an 2 Zechen vorbeigefahren. An ein herzliches Glück auf.
typisch. Die wussten alle, dass sie was sagen müssen. Ich weiß von nichts. Also ich habe keinen Zettel, habe auch nichts auf dem Handy. Kann mich lediglich auf eine Eigenschaft unseres lieben Bezirksapostels beziehen. Er hat das selbst zitiert vorher. Die Arbeit ist getan. Das Zitat ist aber nicht komplett. Das Zitat, das ich kenne, die Arbeit ist getan, lasst uns gehen. Also machen wir morgen weiter, bei deinem letzten Arbeitstag. Aber, beziehungsweise gesagt, ja, ist, wir bereiten den Wechsel vor, also ein Wort zum neuen Bezirksapostel. Lieber Stefan, du hast jetzt so ein bisschen gesehen, was alles da mit diesem Bezirksapostelauftrag zusammenhängt. Aber mach dir keine Sorge, nicht die Hälfte, hat man dir gesagt. Das ist das eine, aber mach dir keine Sorge, das geht. So, mir ist heute Nachmittag bewusst geworden, dass es für dich nicht einfach wird. Du bist wohl meines Wissens der einzige Bezirksapostel, der dann arbeiten muss unter der ständigen Kontrolle von vier Vorgängern. Bezirksapostel Leber war hier aktiv, Bezirksapostel Brinkmann, Bezirksapostel Kobusch, dann jetzt Bezirksapostel Storch. Du armer Kerl, ich möchte dich in deine Haut stecken. Zum Glück weiß ich, dass die nicht gern schreiben, also so viele Mails bekommst du von denen nicht. Hast auch gesehen, man hört ganz schöne Sachen, wenn man so Bezirksapostel ist und seine Arbeit macht. Aber Bad News, du musst noch ein paar Jahre warten, bis die kommen. Die schönen Sachen, die hörst du nur am Ende. Also entweder, wenn der herkommt oder wenn du dann in den Ruhestand gehst. Bis dahin wünsche ich dir viel Mut und viel Geduld. So, that's it. Mehr will ich gar nicht sagen. Was muss ich jetzt noch machen? Beten? Dann lasst uns beten. Thank you.